So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Arche Nova, die große Feuerland-Neuheit zu Spiel 2021, das Erstlingswerk von Matthias Wigge. Es war mein Nummer 1 Hype-Spiel vor der Messe, als ich es noch nicht hier auf dem Tisch hatte. Jetzt konnte ich es schon diverse Male ausprobieren und werde ich jetzt einmal so einen Überblick geben. Was machen wir überhaupt in diesem Spiel? Wie funktioniert das so grob? Es wird kein Erklär-Tutorial-Let's-Play-Video werden, wie ich das sonst immer mache. Ich werde da irgendwann nochmal ein Solo-Let's-Play Videos machen, wo ich dann wirklich beim Spielen exakt erkläre, was ich da tue. Ich finde es immer ganz angenehm, Spiele so zu lernen, aber hier jetzt erstmal nur, worum geht's überhaupt, wie machen wir die Dinge und was finde ich gut an diesem Spiel, was finde ich nicht so gut an diesem Spiel, ne? Wird es dem Hype gerecht und ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. So, das hier ist das Spiel einmal aufgebaut, in dem Fall für eine Person und thematisch sind wir eben Betreiber eines Zoos. Wir wollen diesen Zoo nach und nach mit Gehegen füllen, dann eben auch Tiere in diese Gehege setzen. Die sind halt attraktiv, die locken Besucher in unsere Zoos. Dafür sammeln wir hier auf der Ticketleiste Punkte und gehen da immer weiter voran. Wir sind aber auch ein naturwissenschaftlich geführter Zoo. Das heißt, wir wollen auch immer wieder so Artenschutzprojekte unterstützen, eben dafür sorgen, dass diese Tiere eben auch in der freien Wildbahn erhalten bleiben. Und dafür sammeln wir dann hier auf dieser Leiste Artenschutzpunkte. Und irgendwann im Spielverlauf ist der Marker vielleicht irgendwie hier und der Marker ist dann hier. Das heißt, die beiden Marker haben sich getroffen und in dem Moment, wenn das passiert, ist das Spiel zu Ende. Das heißt, es ist auch so ein kleines Wettlaufspiel. Wer schafft das als erstes? Wenn es beide Spieler gleichzeitig schaffen, gewinnt einfach der, der den größeren Abstand zwischen diese beiden Marker bringen konnte. Und diese Karten sind auf jeden Fall die Seele des Spiels. Das Spiel ist kartengesteuert. Wir haben ja einen riesengroßen Stapel an Karten. Wenn ihr das Spiel zu zweit spielt, werdet ihr in einer Partie ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel der Karten sehen, die man in einer Partie braucht. Das heißt, in jeder neuen Partie habt ihr halt wieder eine neue Kombination von Karten, seht vielleicht auch Karten nach mehreren Partien überhaupt das erste Mal. Und auf sowas müsst ihr halt stehen, wenn ihr dieses Spiel mögt. Ne? Andere Spiele, die sowas machen, zum Beispiel irgendwie Terraforming Mars, Underwater Cities, also Eurogames, Strategiespiele, die kartengestützt sind, wo ihr halt nicht am Anfang sagen könnt, ich möchte jetzt die und die Strategie machen, möchte mich irgendwie hier ausbreiten, hier Macht sammeln und da irgendwie Ressourcen tauschen, sondern ihr müsst eben immer gucken, was habe ich für Karten zur Auswahl, welche Karten liegen vielleicht auch in der allgemeinen Auslage, welche Karten bekomme ich auf die Hand, wenn ich Karten nachziehen kann und wie kann ich die dann kombinieren, dass ich halt irgendwie hier Punkte mache, Artenschutzpunkte mache, dass ich tolle Kombinationen triggere, dass ich die Voraussetzungen für andere Karten erfülle und so ist eben jede Partie immer wieder anders. Man kann nicht in einer Partie sagen, heute möchte ich mal nur auf Raubtiere gehen und nur große Gehege bauen, weil dann bekommt ihr die Karten dafür nicht oder das passt vielleicht gar nicht zu den Artenschutzprojekten. Ihr müsst also immer gucken, ne, was habe ich hier an Karten, was für Ziele liegen aus, passen meine Karten gerade zu den Zielen, will ich dann versuchen darauf zu gehen, darüber Punkte zu machen oder entdecke ich irgendeine andere Möglichkeit, wie ich mit meinen Karten dann eben Punkte machen kann. Und das ist was, was ich in Spielen absolut mag. Ich liebe kartengesteuerte Spiele, weil ich jedes Mal im Prinzip das gleiche Grundspiel habe, aber immer wieder ein anderes, neues Erlebnis habe und selbst wenn ich irgendwie 5 Partien am Stück verliere, dann sitze ich halt jedes Mal danach da und denke mir, Mensch, ich habe eigentlich Bock, das gleich nochmal wieder zu spielen, weil mal gucken, welche Karten ich dann auf die Hand bekomme, ob die zu diesen Zielen passen, welche Karten ich noch dazu bekomme, ob ich mir irgendwelche tollen Kombinationen aufbauen kann, wo ich noch wirklich so einen Powerzug mache, wo ich irgendwie hier die Karte ausspiele, dann hier noch einen Marker setzen kann, dafür wieder auf irgendeine andere Leiste vorgehen kann und auf einmal ganz, ganz viele Möglichkeiten habe. Wenn ihr sowas in Spielen mögt, dann ist das Spiel absolut perfekt. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen und schon zum Fazit kommen, gucken wir erstmal, wie läuft denn das Spiel? Was ist der Motor des Spiels? Klar, wir haben diese Handkarten, aber es ist nicht einfach so, dass ich wie bei Terraforming Mars zum Beispiel einfach mal Karten aufspielen kann oder bestimmte Aktionen einfach so machen kann, wenn ich das gerne machen möchte. Jeder Spieler hat hier so 5 Aktionskarten vor sich liegen und wenn ich dran bin, kann ich einfach eine dieser Aktionen auslösen, sag hier, ich möchte gerne die Bauen-Aktion machen oder die Kartenaktion oder hier vielleicht die Tiere-Aktion. Aber in welcher Stärke ich diese Karte benutzen kann, hängt halt immer von der Position ab. Steht hier immer so ein X drauf. Das heißt, wenn ich jetzt diese Verbandsaktion machen möchte, dann kann ich hier Verbandsarbeit auf diesem Tableau ausführen, aber maximal auf Stufe 3. Vielleicht möchte ich das noch gar nicht, weil ich hier Stufe 4 oder Stufe 5 brauche. Dann könnte ich halt vielleicht erstmal bauen, ne, Stufe 4. Das heißt, ich kann maximal ein Gehege bauen, das 4 Felder groß ist. Also zum Beispiel irgendwie so eins hier. Ich dürfte aber kein 5er Gehege da reinbauen. Dafür müsste die Karte erst auf Position 5 liegen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt gebaut, ne, habe hier so ein 4er Feld belegt. Das kostet mich halt pro Feld immer 2 Geld. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie dafür dann insgesamt 8 Geld ausgeben, was schon auch echt gerade am Anfang nicht so super wenig ist. Dann würde ich halt danach diese Karte hier auf Position
1 schieben, alle anderen Karten, die dahinter waren, rücken eben auf. Und wenn ich dann wieder dran bin, könnte ich dann eben sagen, ich möchte gerne als Aktion Verbandsarbeit mit Level 4 machen. Und dann dürfte ich halt einen meiner Arbeiter hier auf dieses Tableau setzen und könnte jetzt mir hier einen Marker nehmen. Ne? Zum Beispiel irgendwie den hier. Damit habe ich halt ein Handkartenlimit von 5 statt 1 und ich bekomme so einen Rufpunkt. Das gucken wir uns gleich an. Und das hier ist eine super spannende Mechanik, die auch so hartgesottene Eurogamer vielleicht ansprechen könnte, weil man denkt natürlich am Anfang, klar, ich mache immer die Aktion auf 5, aber vielleicht liegt da gerade irgendwie Bauen auf 5, ich habe gar kein Geld, muss erstmal zusehen, wo ich Geld herbekomme und dann kann ich das irgendwie gar nicht machen. Oder da liegt vielleicht diese Verbandsaktion, wo ich hier auf diesem Tableau Dinge machen kann, wo ich mir Partnerzoos holen kann oder mir hier so Universitätsmarker holen kann oder hier irgendwelche Großprojekte ausführen kann, aber ich habe vielleicht gar keinen Arbeiter mehr. Den muss ich mir irgendwie erst freischalten, weil das ist eben auch spannend. Im Spielverlauf schalte ich mir mehr Arbeiter frei. Diese Karten kann ich upgraden. Diese Bauenkarte hier, mit der ich ja normalerweise ein Gebäude bauen kann und dann eben auch nur bestimmte Spezialgebäude zur Verfügung habe, die kann ich irgendwann im Spielverlauf upgraden auf Level 2 und dann kann ich halt auch mehrere Gebäude bauen bis zu dem Wert, den ich gerade erreicht habe. Sprich, ich kann auf Level 5 eben auch ein 3er und ein 2er Gebäude bauen oder ein 1er und ein 4er Gebäude. Und ich habe außerdem noch weitere Gebäude zur Verfügung, zum Beispiel so ein Reptilienhaus, wo ich dann eben Reptilien, die ich ausgespielt habe, reinsetzen kann, dann werden die Gehege wieder frei. Und das muss man eben alles gut managen. Und man wird im Spielverlauf diese Karten upgraden nach und nach, aber man wird nie alle upgraden können. Man kann maximal 4 upgraden. Vielleicht habt ihr sogar Partien, wo ihr nur 3 davon schafft. Das kann halt durchaus passieren, aber darauf solltet ihr es nicht ankommen lassen. Und damit eben auch immer natürlich die spannende Entscheidung, okay, ich kann jetzt eine Karte upgraden. Welche Karte will ich denn upgraden? Ich möchte vielleicht hier bestimmte Gebäude bauen. Ich brauche aber auch manchmal für bestimmte Karten halt die Tierkarte, mit der ich Tiere aufspielen kann, auf Level 2. Oder ich möchte vielleicht hier weiter voranschreiten und mir mehr Partner zu holen, dann muss ich halt auch erst vorher eine bestimmte Karte geupgradet. Oder ich möchte hier auf dieser Ansehensleiste weiter vorangehen. Auch dann brauche ich halt eine bestimmte Karte, die ich geupgradet habe. Und so muss ich halt immer gucken, wo will ich Fortschritte machen, was möchte ich mir gerne freispielen, was sagen meine Karten. Und das muss man eben immer alles managen. Und das ist super interessant und wird auf jeden Fall für viele, viele Partien tragen. Also ich habe jetzt schon einige davon gespielt und ich kann schon mal sagen, ich habe alle verloren. Manchmal knapp, manchmal sehr deutlich. Es ist dann eben noch ein Kartenspiel, natürlich. Und natürlich habe ich noch nicht den Skill, dass ich jetzt nach so 6-7 Partien meine Karten perfekt lesen kann und alles so optimal spielen kann. Da hilft dann hoffentlich die zunehmende Spielerfahrung. Aber das hat einen unwahrscheinlichen Reiz tatsächlich. Und gucken wir uns vielleicht die Aktionskarten noch mal im Detail an, weil dann hat man auch schon die meisten Regeln des Spiels verstanden. Mit Bauen auf Normal kann ich halt einfach ein Bauwerk bauen, das maximal die Größe, ne, 5, 4, 3, 2, 1 haben darf. Es gibt eben hier auch so Einsergebäude, die ich bauen kann, wenn ich jetzt ein Einserzoo bauen würde. Am Anfang legt man die immer verkehrt herum da drauf, um anzuzeigen, dass das Gehege noch leer ist. Man muss immer am Rand anfangen. Und wenn man hier so eine Abbildung überdeckt, dann bekommt man halt so einen entsprechenden Marker. Hier in dem Fall jetzt ein X-Marker, von dem man maximal 5 haben kann. Und mit diesen X-Markern, na, ihr seht das schon, die sehen ungefähr so aus wie die Zeichen hier drauf, kann ich halt Aktionen pimpen. Das heißt, wenn vielleicht hier dieses Bauen auf 5 liegt und ich habe das vielleicht auch schon auf Level 2 geupgradet und könnte halt mehrere Sachen bauen, dann könnte ich so einen X-Marker ausgeben oder auch bis zu 5 und dann kann ich halt dementsprechend auch 2 3er Bauwerke bauen oder ein 5er und dann 1er Bauwerk, also in welcher beliebigen Kombination auch immer ich das machen möchte. Und da füllt man halt so nach und nach sein Zoo. Auf bestimmte Felder darf ich auch erst bauen, wenn ich das Bauen auf Level 2 geupgradet habe. Man kriegt halt hier Platzierungsboni, das kennen wir auch aus anderen Spielen, und wenn ich mein Zoo komplett zugebaut habe, dann bekomme ich dafür nochmal 7 extra Punkte am Ende. Das kann auch sehr spielentscheidend sein tatsächlich. Man kann ja auch so kleine Spezialgebäude bauen, zum Beispiel so ein Pavillon, und wenn man den baut, bekommt man sofort ein Ticket, also einen Punkt. Und ihr seht das hier auf dieser Leiste, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Marker hier hingehe, habe ich halt 23 Punkte, was ja erstmal nicht viel wert ist, weil es kommt ja auch darauf an, wo ist der Artenschutzmarker, aber ich bekomme am runden Ende auch immer 18 Geld Einkommen. Das heißt, diese Leiste hier steigern ist gut, weil der kriegt ihr mehr Geld. Da hilft euch halt diese Artenschutzleiste nicht. Das sind quasi einfach wirklich nur Fortschritte, die euch erstmal kein Einkommen bringen. Ihr kriegt da auch noch andere Sachen, das gucken wir uns gleich an. Und wenn man so einen Kiosk baut, dann bekommt man halt eben Punkte für angrenzende gefüllte Gehege oder normale Gebäude. Das heißt, jetzt würde ich hier irgendwie ein Einkommen bekommen. Wenn ich noch irgendwie hier so ein Pavillon daneben bauen würde, dann würde ich jetzt halt dafür immer 2 pro Runde bekommen. Man darf die nicht direkt irgendwie nebeneinander bauen, dass man da so krasse Einkommensketten machen kann. Aber so funktioniert erstmal grundsätzlich das Bauen. Das ist nicht wirklich kompliziert. Dann haben wir hier die Tierkarte. Je nachdem, auf welcher Position die liegt, auf 0 darf ich gar kein Tier ausspielen. Auf 2, 3 und 4 dürfte ich halt eine Tierkarte von der Hand ausspielen. Und wenn die auf Position 5 liegt, also hier hinten,
dann dürfte ich sogar zwei Tierkarten von der Hand aufspielen. Und natürlich, wenn die auf 5 liegt, dann möchte ich zwei Karten ausspielen können. Dafür brauche ich halt Geld, bestimmte Voraussetzungen. Das will man also auch dementsprechend vorbereiten. Ne, die Karte auf 5 liegen haben, aber was durchaus am Anfang häufiger mal passieren kann, dass ihr irgendwie nur Geld oder nur Gehege für eine Karte habt, ist super ärgerlich, wird euch aber immer wieder passieren, außer ihr plant da wirklich gut und habt die passenden Karten dafür. Und wenn man die Karte dann upgradet, dann darf man Tierkarten von der Hand ausspielen. Ne, man darf eben auch schon auf Level 1 eine Karte ausspielen, auf Level 3 und 4 schon zwei Karten, bei Level 5 darf man auch zwei Karten aufspielen und bekommt einen Rufpunkt und man darf Karten in Rufreichweite aufspielen. Und das wird jetzt Everdell-Spieler freuen, weil bei Everdell haben wir eben nicht nur unsere Handkarten, sondern auch so eine gemeinsame Auslage, wo wir eben auch Zugriff auf diese ganzen Karten haben. Und das haben wir hier eben auch. Da haben wir nämlich hier diese Rufleiste und abhängig davon, wo da mein Marker ist, habe ich eben Zugriff auf Karten, die ich dann eben zum Beispiel mit dieser Aktion hier nehme. Das heißt einfach, wenn mein Marker hier steht und spiele diese Level 2 Karte aus, dann könnte ich halt eine Karte von meiner Hand spielen oder diese Karte, wenn ich es geschafft habe, meinen Marker bis hierhin zu bringen, dann dürfte ich halt auch wieder eine Karte von meiner Hand ausspielen oder die Karte, die Karte, die Karte oder die Karte. Ich muss dann nicht erst eine andere Aktion verbrauchen, um diese Karte auf die Hand nehmen zu können. Dementsprechend ist Tiere upgraden auch super wichtig, aber es ist alles wichtig. Das ist nie eine einfache Entscheidung, welche Karte man zuerst auf die andere Seite dreht. Und gucken wir uns diese Tierkarte mal an. Dieses Hermelin braucht ein 1er-Gehege. Es geht auch größer. Ich könnte jetzt dieses Hermelin halt in dieses Gehege, wenn es noch leer wäre, stecken. Ich habe aber jetzt ja gerade ein 1er-Gehege. Das heißt, wenn ich diese Karte aufspiele, könnte ich einfach dieses Gehege umdrehen. Dann ist klar, das ist verbraucht. Ne? Ich kann es für kein anderes Team mehr benutzen und dann wäre das halt abgedeckt. Ich muss halt viel Geld dafür bezahlen. Das ist super wenig. Aber ich brauche ein anderes Europa-Symbol in meinem Zoo. Entweder ein anderes Tier oder wir können uns hier jetzt so Partner-Zoos holen. Ne? Dann gehen wir halt Partnerschaft mit anderen Zoos ein und dann haben wir halt die Voraussetzungen erfüllt, um diese Karte auszuspielen. Und außerdem, wenn man die Marke hinlegt, zahlt man auch immer für jede Karte mit dem Symbol 3 Geld weniger. Das möchte man also natürlich früh haben auf jeden Fall. Und ne, wenn man das hier halt alles erfüllt hat, sprich das Gehege, man hat das Geld ausgegeben, man hat vielleicht Voraussetzungen erfüllt. Hier zum Beispiel diese Karte, die braucht halt 2 Afrika-Symbole, der Senegal, Galago oder hier die die südasiatische Kobra, die braucht halt ne 2er Gehege, ist nicht wirklich groß, 13 Geld, das ist auch schon ein bisschen, aber halt auch noch hier 2 so ja Universitätspunkte und eben die Tierkarte auf Level 2, das heißt, die kann ich gar nicht so super früh bauen. Und wenn man das dann alles geschafft hat, dann kann man halt diese Karte ausspielen, die hat immer noch so einen Effekt, der hier in Textform nochmal erklärt ist und Jäger 1 ist im Prinzip nur das Schlüsselwort, was diesen ganzen Text nochmal kurz zusammenfasst. Das heißt, wenn ihr 4, 5, 6 Partien gespielt habt und wisst, was Jäger macht, dann braucht ihr nicht mehr den ganzen Text lesen, dann wisst ihr einfach, dass ihr damit halt die oberste Karte des Nachziehstapels aufdecken könnt und wenn es ein Tierkart ist, hat der Hermelin, der auch ein Raubtier ist, das Tier quasi erlegt. Und das ist eine einmalige Fähigkeit, ne? Auf diesen ganzen Tierkarten triggern die Effekte in der Regel nur einmal und ich bekomme außerdem gleich 3 Ticketpunkte, darf also hier 3 Felder vorangehen, bekomme mehr Einkommen und bringe halt den Marker meinem anderen Marker näher. Das ist natürlich ganz gut und danach würde ich die Karte einfach ne, in meine Auslage spielen und wenn ich dann später irgendwie andere Tierkarten drüber spiele, dann halt so, dass diese Symbole hier oben immer sichtbar sind, die sind dann eben im späteren Spielverlauf wichtig, weil die hier zum Beispiel Voraussetzungen für sein können. Ne, diese ganzen Effekte, die hier unten draufstehen, die sind absolut vielfältig, da will man ja auch immer gucken, dass man die dann ausspielt, wenn sie dann wirklich was bringen, das alles gut timen, dass man da eben auch wirklich Vorteile durch erhält. Es bringt mir zum Beispiel nichts, wenn ich irgendwie mal 3 Karten nachziehen kann, aber wir kurz vorm Rundenende sind und ich dann irgendwie 8 Karten auf der Hand habe und auf jeden Fall mindestens 3, vielleicht sogar noch mehr wieder abwerfen muss. Oder dass ich vielleicht mit einer anderen Karte irgendwie Handkarten verkaufen kann, bis zu 4 Stück für jeweils 4 Geld. Super toll, einfach so Einkommen generieren. Aber vielleicht spiele ich die Karte aus, habe noch eine Karte auf der Hand, die brauche ich auch noch. Das will man halt auch nicht. Also das alles so zu timen, ist nicht so einfach. Wäre aber auch langweilig, wenn dieses Spiel super easy runterzuspielen wäre und es kein Dilemma hätte, was wir in Spielen dieser Art auf jeden Fall mögen. Dann die nächste Karte, Sponsoren. Da kann man halt eine Sponsorenkarte von seiner Hand mit Level X ausspielen. Ich habe jetzt hier eine Sponsorenkarte, die braucht ein 6er Level. Das heißt, dafür müsste diese Sponsorenkarte sogar wirklich hier liegen. Und dann müsste ich eben noch so einen X-Marker ausgeben, wenn ich ihn hätte. Den bekommt man an verschiedenen Stellen im Spiel. Und wenn ich das erfüllt habe, bekomme ich hier noch so ein spezielles Plättchen, das mir hilft, halt meinen Zoo zu füllen. Das ist schon mal ganz gut für die 7 Extra-Punkte hier. Und außerdem habe ich jetzt halt eine neue Fähigkeit dadurch. Und ich kann mich auch weiter ausbreiten, weil ich natürlich immer nur angrenzend bauen kann.
Hier habe ich halt die Voraussetzung, muss an zwei Steinfelder angrenzen, tut die Seilbahn in dem Fall. Und ne, dann würde man eben auch die Karte hier einfach hinlegen können. Ich würde immer empfehlen, noch eine zweite Reihe für Sponsoren zu machen. Aber auch so, wenn man dann irgendwie die Karten so übereinander legt. Man spielt in diesem Spiel nicht so super viele Karten aus. Zumindest wir in unseren bisherigen Partien. Das waren so 10, 12, 15 Karten, nicht wie bei Terraforming Mars, wo ich schon mal Partien hatte, wo ich 50 Karten ausgespielt habe. Das wird hier eher nicht passieren, auch gerade durch diesen Wettlaufcharakter nicht. Und dann würde ich jetzt hier oben eben auch immer sehen, was mir diese Karte bringt. In dem Fall würde die einfach sagen, ne, das heißt einfach ich, sprich immer, wenn ich eine Karte ausspiele mit einem Felsensymbol, bekomme ich dafür 2 Ticketpunkte, gehe also hier voran, ne, bekomme Einkommen, bringe mich dem anderen Marker näher. Das ist also nicht schlecht. Also ändert das natürlich auch ein bisschen mein Spiel. Jetzt habe ich eher so ein Augenmerk auf Karten, die mir halt irgendwie Felsensymbole bringen, weil dann gehe ich hier halt schnell voran und dann kann es vielleicht auch eine ganz gute Taktik sein, vielleicht das Bauen abzugraden, dann viele kleine 1er und 2er Gehege zu bauen, viele kleine 1er und 2er Tiere ausspielen, die mir eben so schon mal Punkte bringen und so immer noch mal 2 extra Punkte, wodurch ich da halt dann super schnell vorangehen kann, wenn ich die Karten bekomme. Und wenn die Karten hier dann noch so, und ich hoffe es ist braun, ich bin absolut rot-grün-blind, so einen braunen Rand haben, dann heißt das, am Ende bringen mir die auch noch mal Punkte und davon gibt es einige Karten, die mir am Ende noch mal Punkte bringen. Wie ich gerade schon gesagt habe, man spielt nie so super viele Karten aus. Deswegen, der Großteil der Punkte wird im Spiel gemacht. Das hier kann am Ende, gerade wenn es knapp ist, nochmal dafür sorgen, dass sich der Sieger doch nochmal irgendwie ändert und jemand dann doch noch vorbeizieht und knapp gewinnt oder vielleicht auch seinen großen Vorsprung noch weiter ausbaut. Das ist aber absichtlich so gemacht, dass man da nicht den Großteil der Punkte generiert. Es gibt ja manche Spiele, wo es schon heißt, ihr macht so 30% der Spiele im Spiel und 60% der Spiele hinten raus, wenn der Punktesalat abgerechnet wird. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Na, und dann steht ja eben noch drauf, wenn man das nicht machen möchte, weil man vielleicht auch gerade keine Sponsorenkarte hat, dann kann man Pause X machen und erhält X, ne, das ist das Symbol für Geld. Das heißt, wenn die Karte hier auf 5 liegt, kann ich sagen, ich mache eine Pause, nehme mir hier 5 Geld, lege die hier auf meinen Notizzettel und Pause ist halt ganz spannend, dann geht der Marker hier 1, 2, 3, 4, 5 Felder voran und wenn der Marker hier ankommt, dann ist die Runde zu Ende. Das heißt, eine Runde dauert auch nie gleich lang, sondern es kann ja sein, dass man diese Sponsorenkarte nutzt, um einfach Karten auszuspielen, immer und immer wieder. Oder es kann sein, dass irgendwie 2, 3 Spieler am Stück die Karte halt nutzen, um eben wirklich Geld zu bekommen, um diesen Pausenmarker voranzubringen und schon ist eine Runde schnell zu Ende, was ganz gut oder ganz schlecht sein kann, ne, was die Pause macht, gucken wir uns gleich an. Und dann gibt es ja auch diese Karte noch im Upgrade, da darf ich dann sogar mehrere Sponsorenkarten ausspielen, also wenn die halt auf 5 liegt und ich vielleicht noch einen X-Marker ausgebe, könnte ich auch 2, 3er Sponsoren Sponsorenkarten ausspielen und auch da kann ich dann wieder eine Sponsorenkarte in Rufreichweite ausspielen. Das heißt, ne, wenn ich jetzt irgendwie der rote Spieler wäre und ich dann eben diese Karte aktivieren könnte, dann könnte ich ohne ein X diese Karte ausspielen, weil die erhöht eben auch noch die Stärke dieser Karte immer um 1. Ne? X plus 1, das heißt, wenn die Karte hier liegt, habe ich halt eine 6er Stärke und könnte dann sofort diese Karte ausspielen, weil ich hier Zugriff drauf habe. Aber hier einfach voranzugehen, kann man machen, hat man da mehr Auswahl, geht natürlich auf Kosten von anderen Dingen, wo man sich dann nicht so stark ausbauen kann, weil man natürlich nicht alles machen kann, gerade nicht am Anfang. Und hier ist dann immer noch ganz spannend, wenn man eine Pause macht, dann geht der Pausenmarker auch nur, ne, entsprechend der Stärke voran, also hier wären es in dem Fall ja 5, ne, das ist nicht geboostet, aber ich bekomme dafür 10 Geld, ne, also auch eine gute Quelle, um nochmal außerhalb der Einkommensphase an Einkommen zu kommen. So, dann gibt es hier noch diese Verbandsaktion, dafür brauche ich dann halt diese Arbeiter. Je nachdem, auf welcher Stufe diese Karte liegt, kann ich halt eine Verbandsarbeit mit einem Wert von maximal X ausführen. Hier, ne, wenn das auf Level 2, also Level 1 bringt mir hier gar nichts, auf Level 2 könnte ich mir 2 Rufpunkte bekommen. Das heißt, ich gehe hier auf dieser Leiste voran, aber auch hier ist halt hier hinten bei 9 Schluss, wenn ich nicht die Kartenaktion umgedreht habe und die auf Level 2 habe, das heißt, dann ist da einfach Ende und man kriegt hier halt noch diverse Vorteile. Also man will auch eigentlich diese Karte umdrehen, um da weiter voran. Man will halt vieles machen in diesem Spiel. Also hier einfach die 2 Punkte holen, macht man vielleicht auch ab und zu, gerade wenn man später mehr von diesen Assistenten hat. Man kann auch hier hingehen, dann darf man sich einfach einen Partner zu nehmen, nimmt den dann eben, legt den hier hin, hat jetzt halt ein so ein Symbol mehr, zahlt eben immer 3 Geld weniger, wenn man ein Tier, ne, von diesem Kontinent ausspielt oder eine andere Karte. Man darf aber nicht, in der nächsten Runde wird das wieder aufgefüllt, ich darf mir da nicht noch einen Afrika-Zoo holen. Das muss immer alles unterschiedlich sein. Und wenn ich mir jetzt in der nächsten Runde noch einen Zoo holen würde, würde ich den ja hier drauflegen, würde jetzt halt immer für Amerika-Karten 3 Geld weniger zahlen und ich dürfte dann meine erste Karte umdrehen und müsste mich dann halt entscheiden, was möchte ich jetzt gerne irgendwie pimpen. Möchte ich dann in der späteren Runde noch einen Zoo haben, geht das nur dann, wenn ich diese Verbandskarte umgedreht habe auf Level 2, ansonsten ist hier einfach Schluss für mich. Ne, hier auf Level 4 kann ich mir so eine Universitätsmarke holen, wo ich mein Handkartenlimit erhöhen kann und so einen Rufpunkt bekomme oder wo ich einfach 2 so Wissenschaftssymbole bekomme, die brauche ich eben auch manchmal, um bestimmte Karten ausspielen zu können und ich kann mir eben auch diesen Marker holen, wo ich dann eben einfach, ne, auch einen Wissenschaftspunkt bekomme oder, ne, ein so ein Zeichen dafür,
und 2 Fortschrittspunkte habe. Auch hier darf ich jeden Marker nur einmal haben. Sobald ich mir den zweiten hole, darf ich auch hier wieder eine Karte umdrehen. Das kann man also, wenn man möchte, relativ schnell machen. Aber ich habe halt am Anfang auch nur einen Arbeiter. Und ne, das müsst ihr dann ja schon 4-mal machen und 4 Runden. Ich meine, so ein Spiel dauert im Schnitt, sage ich mal, so 6-7 Runden. Das heißt, da macht es eben auch Sinn, sich hier mal einen zweiten Arbeiter schnell freizuschalten, um das häufiger machen zu können, um hier eben voranzugehen, um bessere Karten zu haben. Auch dann ne, kann ich wieder andere Dinge nicht tun. Und hier auf Level 5 dann schließlich kann ich hier so ein Artenschutzprojekt unterstützen, wenn ich dafür die Voraussetzung habe. Da liegen in jeder Partie immer 3 unterschiedliche aus. Hier in dem Fall, ne, da wir zu zweit spielen, sind immer schon bestimmte Felder blockiert. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Das fühlt sich nicht nach einem Dummy-Spieler an. Es sind einfach bestimmte Spots blockiert zu zweit und das ist absolut okay. Also da braucht man gar keine Angst vor haben, wenn man sowas normal in Spielen nicht mag. Das fühlt sich absolut gut an. Das muss so sein. Und hier zum Beispiel das Artenschutzprojekt Europa. Ne, benötigt Europa-Symbole in deinem Zoo. 2 Stück, dann bekomme ich hier 2 Punkte. Und jetzt habe ich ja hier schon 1. Ne, wenn ich mir hier jetzt am Anfang vielleicht, weil ich hätte sie auch gebraucht, ne, um den hier aufspielen zu können, bräuchte ich vielleicht erstmal diesen Europa-Zoo. Jetzt könnte ich jetzt sagen, okay, ne, ich habe hier 2 und ich habe hier irgendwie die Verbandsarbeit auf Level 5. Jetzt möchte ich gerne das hier machen, um das hier zu erfüllen. Dann kann ich hier jetzt einen Marker runternehmen. Dann habe ich entweder einmalig so einen krassen Boost, 12 Geld, 3 X-Marker nehmen, noch so einen weiteren Assistenten oder eben dauerhaftes Einkommen. Jede Runde 1 Artenschutzpunkt oder jede Runde 5 Geld oder jede Runde ein Zweiergehege oder jede Runde einfach, das hier ist ein Aktenordner, jeweils eine Karte von so einem Aktenordner nehmen können, egal ob mein Marker da steht oder nicht. Und diesen Vorteil bekomme ich auch sofort, das heißt diesen Marker hier runternehmen, hier dann eben draufsetzen und dann kann ich halt mir sofort eine Karte aussuchen und darf das halt jede Runde wieder, immer wenn die Pause vorbei ist, habe ich da drauf Zugriff. Oder wenn ich ja Geldprobleme habe, ne, hier sofort 5 Geld bekommen, jede Runde wieder 5 Geld oder auch super krass, diesen Marker hier runternehmen und dann halt jede Runde hier so einen Artenschutzpunkt bekommen. Ne? Das sind natürlich auch nur, je nachdem, wann man es macht, 3, 4 oder 5 im ganzen Spiel. Aber das kann halt das sein, was einem den Sieg bringt. Und da denkt man jetzt natürlich auch, okay, warum sollte man das denn früh machen? Natürlich warte ich, bis ich hier 4 von diesen Symbolen habe. Dann kriege ich hier gleich 4 wertvolle Punkte statt nur 2. Aber natürlich gibt es auch da wieder einen Haken. Es kann sich lohnen und in meinen bisherigen Anfängerpartien hat oftmals der gewonnen, der das zuerst gemacht hat, auch eben mit den kleineren Punkten, weil dann geht man eben hier auf dieser Leiste voran und sobald man halt hier ist, kann man sich entscheiden, ob man einen weiteren Assistenten haben möchte, man hier mehr Verbandsarbeit machen kann oder ob man halt schon gleich eine Karte umdrehen möchte. Und dann auch wenn man hier ist, kann man halt, ne, das sind jetzt zufällige Marker, die hingelegt wurden, 10 Geld bekommen oder man kriegt so mal 2 Marker, den man dann auf so eine Karte legt und dann könnte man diese Karte einfach 2 mal komplett ausführen. Ne? Das wäre halt, brauche ich jetzt natürlich auch 2 Assistenten für, wenn ich die habe, super cool. Und wenn die auch schon weg sein sollten, im Mehrpersonenspiel, kriegt man halt immer noch 5 Geld auf jeden Fall. Wenn ich hier noch weiter vorangehe, ne, kann ich mir jetzt hier ein Dreiergehege nehmen oder hier 2 Rufpunkte bekommen. Und wenn man dann schließlich mit dem Marker hier hinkommt, ne, wir haben am Anfang des Spiels 2 so ja, Endgame-Ziele bekommen, wo wir uns halt entscheiden können, ne, welches davon wollen wir behalten, das müssen wir erst dann machen. Das ist in der Regel so 3., 4. Runde, wenn man schon weiß, wo der Zoo so hinläuft. Also nicht am Anfang irgendwas bekommen, sich für irgendwas entscheiden und man weiß gar nicht, erfülle ich das überhaupt oder nicht. Da kann man dann schon so ein bisschen dran denken. Und hier in dem Fall würde ich halt einfach viele Kleintiere in meinem Zoo haben wollen, ne, die eine Gehegegröße von 2 oder weniger haben. Wenn ich davon 10 Stück habe, bekomme ich halt nochmal 4 Artenschutzpunkte, auch richtig gut. Oder ein Artenvielfaltszoo, da hat man auch wieder ein bisschen mehr Interaktion drin. Da gucke ich halt bei meinem Nachbarn, ne, welche Tierklassen hat er so. Und für jedes, wo ich mehr Symbole habe, wenn ich also mehr Vogelsymbole oder mehr Reptilien-Symbole oder mehr Primatensymbole habe, als mein rechter Nachbar, dann bekomme ich dafür bis zu 7 Punkte. Das wird mir nicht bei allen gelingen, aber wenn doch, ist das schon ein krasser Boost. Also damit würde man dann wahrscheinlich auf jeden Fall in knappen Partien gewinnen. Und sagt, da muss ich mich erst dann für entscheiden. Ne, und suche mir da halt eins aus. Finde ich auch eine super coole Mechanik. Aber ihr seht eben auch schon, zu sagen, ich will hier irgendwie den 4er, ich will hier den 5er und ich möchte hier irgendwie auch den 5er, kann man machen. Das wird aber erst spät im Spiel der Fall sein und dann bekommt man halt hier noch irgendwie Fortschrittspunkte. Aber man kriegt diese wertvollen Upgrades, die man auf jeden Fall haben möchte, erst super spät und deswegen kann es eben wirklich schon Sinn machen, auch bei seinen Startkarten, wenn man 8 Stück bekommt und davon 4 behalten darf, dann halt zu gucken, okay, ne, wo kann ich irgendwie drauf gehen, wo kriege ich irgendwie was hin, dass ich da schnell was erfüllen kann. Dann wird eben auch diese Karten aufgedeckt, dann auch schon mal gucken, welche dieser Karten ist wichtig, welche davon brauche ich, ne? Will ich mir davon einen über meine Aktion holen, damit ich das schnell erfüllen kann, damit ich hier eben dann schnell auch das erste Karten-Upgrade machen kann. Das ist super wichtig, das früh zu machen. Und eben auch dieses Einkommen, das man hier hat. Und es gibt eben diese 3 Karten, die sind dann immer in dem Spiel fix, da sind auch in jeder Partie andere, aber ihr seht das ja schon, hier liegen eben auch manchmal einfach Karten aus, so Artenschutzprogramme. Und wenn ich die auf die Hand bekomme, entweder aus der Auslage oder weil ich sie vom Stapel ziehe, dann kann ich die halt behalten. Ich kann sie auch abwerfen, wenn ich die mal irgendwie loswerden möchte, aber ich kann auch dann irgendwann sagen, okay, ich bin dran,
ich möchte jetzt hier gerne so ein Artenschutzprojekt erfüllen und ich möchte gerne eine Karte von meiner Hand aufspielen. Ich habe irgendwie einen Pflanzenfresser in meinem Zoo, hier zum Beispiel diesen Alpensteinbock, und ich habe dazu eben auch den passenden Partnerzoo, und dann darf ich halt auch sofort hier einen Marker runternehmen und bekomme dann meinetwegen jetzt sofort 5 Geld, kann den dann hierauf legen, weil ich kann es mir halt aussuchen, bekomme hier halt auch wieder dann, ich benutze jetzt immer die falschen Marker, ihr versteht das Prinzip schon, kriege hier also dann irgendwie 2 Punkte und darf auch noch hier 2 Rufpunkte vorangehen, wenn ich das denn könnte, weil ich hier nicht irgendwie gecapped bin, und die anderen Spieler können das später auch noch erfüllen, haben aber nicht mehr so viel Auswahl. Und je nachdem, wie viele Spielern wir hier spielen, bei 2 Spielern dürfen hier eben nur 2 Stück liegen. Wenn jemand noch ein drittes dahin spielen will, dann wandert das älteste raus, die werden hier immer quasi weitergeschoben, dann würde das halt abgeworfen werden. Das heißt, wer das bis dahin nicht erfüllt hat, kann das nicht mehr erfüllen. Da muss man also auch ein bisschen auf Zack sein, wenn man da noch drauf spielt. Aber es gibt hier in diesem ganzen Kartenstapel so 10 bis 20 Artenschutzprojekte. Das heißt, mal kann es sein, dass ihr total viele in einer Partie habt, mal seht ihr vielleicht gar keine, weil ihr gar nicht so weit durch diesen Kartenstapel durchkommt. Und wenn man dann diese Karte hier geupgradet hat, dann darf man sogar mehrere Verbandsarbeiten durchführen, wenn man halt mehrere Arbeitstaschen freigeschaltet hat, und man darf noch eine Spende vornehmen. Das heißt, man darf dann eben hier nochmal diese Karte auf 2 geupgradet haben. Heißt, ich könnte hier 2 Geld ausgeben, darf dann einfach einen Marker aus meinem Vorrat, nicht von hier, dahinlegen und würde halt 2 Geld bezahlen, würde halt hier einen Artenschutzpunkt bekommen. Und wenn ich das später nochmal mache, könnte ich jetzt halt, der nächste Spieler würde 5 Geld ausgeben und würde auch einen Schritt dafür bekommen. Und wenn hier irgendwie später mal alles voll liegt, dann kann man das trotzdem machen. Ab da zahlt einfach jeder Spieler immer 12 Geld für halt einen Schritt. Wenn man vielleicht auch eine krasse Geld-Engine hat, dass man super viel Geld über, das kann passieren, dann macht man halt das einfach, wenn man die Karten nutzen will. Man will die Karten alle immer nutzen. Man kann nicht immer nur die eine Sache machen. Und außerdem darf man hier auch wieder Artenschutzprojekte in Rufreichweite spielen. Das heißt, was hier in der Auslage liegt und wo halt der eigene Marker ist, das passiert nicht ganz so oft. Ist aber natürlich super praktisch, wenn da eins kommt, das man erfüllen kann, dann ist das auf jeden Fall gut, diese Karte nicht auch extra aufnehmen zu müssen. Und apropos Karte, das ist dann hier die nächste Karte, die es eben gibt, Pause 2. Das heißt, immer wenn man das triggert, und man wird es halt irgendwann triggern, geht halt auch dieser Marker hier wieder voran und nähert sich der Pause, dem Rundenende. Und dann darf man halt Karten vom Nachziehstapel ziehen. Das heißt, man guckt halt, auf welcher Position liegt die Karte. Auf 1 ziehe ich einfach eine Karte vom Stapel und muss eine Karte wieder ablegen. Das kann halt auch eine beliebige von meiner Hand sein. Wenn ich das Ganze hier auf Position 4 meinetwegen auslöse, dann darf ich einfach hier so 2 Karten nehmen und habe dann da Zugriff drauf und behalte die auch tatsächlich beide. Und wenn ich das Ganze auf Level 5 habe, dann darf ich ja 3 Karten ziehen und muss eine von meiner Hand wieder abwerfen. Oder ich darf zuschnappen, auch hier ist wieder das Ordnersymbol, dann darf ich mir eine beliebige Karte nehmen. Die Rufreichweite ist halt für bestimmte Karten wichtig, wenn da steht in Rufreichweite, oder auch wenn ich hier zum Beispiel so ein Symbol abdecke, dann dürfte ich mir eine Karte nehmen, entweder vom Ablagestapel oder dieser Hut heißt halt immer in Rufreichweite. Also wenn ich jetzt irgendwie nur hier wäre und ich wäre der weiße Spieler, und hier würden irgendwie ganz viele tolle Karten liegen, die ich alle haben möchte, dann dürfte ich jetzt halt nur eine von diesen beiden Karten auf die Hand nehmen. Und auch die Karte kann ich dann wieder upgraden, und dann habe ich halt schon viel eher halt diesen Zuschnappen-Zugriff, dass ich mir halt hier einfach irgendeine Karte nehmen kann, und ich dürfte hier halt auch 4 Karten ziehen, müsste eine wieder abwerfen, würde also insgesamt mehr Karten bekommen und auch schon früher bessere Karten bekommen. Pause wäre halt auch wieder 2. Der Marker würde hier vorangehen. Jetzt habe ich auch einmal alle Karten. Ich wollte es eigentlich schneller machen, aber jetzt wisst ihr es doch so ungefähr, wie es geht und wie es funktioniert und was man so für Aktionen macht in dem Spiel. Jetzt würde der Marker hier um 2 vorangehen. Jetzt hätten wir das Rundenende. Das heißt, der Spieler, der es hier ausgelöst hat, bekommt halt dann so einen X-Marker, der super wertvoll ist. Wenn man mal auch so eine Aktion hier nicht machen möchte, weil man das gar nicht kann, man bauen hat man kein Geld für, man will jetzt irgendwie ein Tier ausspielen, aber möchte was anderes auf die 5 kriegen, dann kann man auch einfach die Karte nehmen, sie auf Position 1 schieben und darf sich dann halt so einen X-Marker dafür nehmen. Will man verhindern, aber kann passieren, dass man das machen muss, aber das ist dann eben auch so, hat man halt einen X-Marker, der ist auch nicht so schlecht. Dann würde man jetzt hier eben Karten abwerfen, das heißt auf 3 Karten, außer ich habe diesen Universitätsmarker, dann 5, aber wenn ich irgendwie 10 Karten auf der Hand habe, muss ich trotzdem welche loswerden, das wäre nicht ganz so gut. Hier müsste man halt diese mal 2 Marker abgeben, wenn man die nicht genutzt hat. Manche Tiere können halt auch so Angriffe spielen, gerade so Gifttiere, so irgendwelche Speikobras oder so, wo man dann irgendwie so einen Marker auf eine Karte hier legen muss und bevor man die aufspielen will, muss man irgendwie 2 Geld bezahlen. Das ist erstmal nervig, da sagen jetzt auch manche Spieler, das fand ich schon bei Terraforming Mars immer doof. Das Gute hierbei ist, alle Karten, die ich bisher gesehen habe, zum einen triggern die erst, wenn man mindestens hier hinter dieser 5 ist, das ist dieser Marker hier, und sie betreffen noch nur Spieler, die vor einem auf dieser Ticketleiste liegen. Das heißt, wenn da einer schon total weg ist, kann man den halt angreifen, auch versuchen, dadurch eben so ein bisschen auszubremsen. Wenn man halt hinten ist, dann kann man das auf jeden Fall nicht abbekommen, zumindest nicht von Spielern, die vor einem sind. Das finde ich eigentlich sehr charmant und gut gelöst. Der Autor hat auch schon gesagt, wenn man das jetzt doof findet, wenn ihr halt sagt, bei Terraforming Mars, die Karte, wo ich irgendwie Titanen klauen kann, finde ich doof, will ich nicht im Spiel haben. Hier sagt er explizit, ihr könnt die Karten rausnehmen, das Spiel
Spiel funktioniert dann genauso gut. Ne, hier bei Schritt 3 würde man hier dieses Verbandstableau wieder auffüllen, man würde seine Arbeiter wieder in den Vorrat bekommen, dann hätte man hier jetzt auf jeden Fall eine Kartenrotation, weil einfach hier Karte 1 und 2 abgeworfen werden. Alle anderen Karten werden dann eben einfach dementsprechend hier vorgerückt und dann werden hier zwei neue Karten aufgedeckt, über die man sich dann freut. Und dann freut man sich vielleicht auch, dass irgendwie ne, Karten, die man eigentlich haben wollte, wo man noch keinen Zugriff drauf hatte, jetzt auf einmal in Rufreichweite liegen. Und dann gibt es das wunderschöne Einkommen. Das heißt, man guckt, wo ist man hier auf dieser Leiste. Würde jetzt hier halt 11 Geld bekommen oder hier sogar 25 Geld. Man würde gucken, hat man hier irgendwelche Kioske, die generieren halt nochmal Einkommen. Habe ich hier Einkommen auf meinen Sponsorenkarten oben drauf? Da kannst du auch manchmal Karten geben, die mir Geld geben. Und habe ich hier Einkommen auf meinem Spielertableau freigeschaltet? Ich dürfte mir jetzt also hier eine Karte aus der Auslage nehmen und ich würde 5 Geld bekommen. Und das waren jetzt auf gar keinen Fall alle Regeln im Detail. Ich habe den Autor hier gehabt, der einmal ein komplettes Regelerklärvideo gemacht hat. Ich werde, wie gesagt, nach der Messe auf jeden Fall in den Wochen danach mich nochmal hinsetzen, ein Solo-Erklär-Let's Play machen. Das heißt, ich werde mich hier hinsetzen, alles aufbauen, die Kamera hier stehen haben, die Kamera stehen haben, die Kamera stehen haben und dann wirklich eine komplette Partie spielen und bei jedem Schritt, jede Aktion, die ich mache, nochmal genau erklären, was ich mache. Also die Anleitung ist gut geschrieben, dadurch kommt man auf jeden Fall gut rein. Aber wenn ihr dann halt dieses Erklär-Let's Play geguckt habt, dann solltet ihr das Spiel eigentlich direkt losspielen können. Es ist viel, man wird am Anfang einiges erklären müssen, also rechnet mit mindestens einer halben Stunde, eher 50 Minuten, einfach weil es so viele verschiedene Bereiche gibt. Hier das mit der Pause, ne? Hier die Leiste, mit dem Ruf, mit den Vorteilen, die man bekommt, hier mit diesen Partnerzoos, wie wirkt sich das auf die Karten aus, was machen diese Universitätsmarker, wie funktioniert das mit den Karten, die Effekte, die Voraussetzungen, Gehege, wie kann ich die bauen, es gibt hier noch so Reptiliengehege und irgendwie noch so spezielle Vogelgebäude und der Kiosk und der Pavillon, wie funktioniert das genau, was machen diese Verbandsarbeiten, wie funktioniert das genau mit den Artenschutzprojekten. Man kann auch noch wieder Tiere auswildern, was eben auch ne, bei so einem guten Zoo auf jeden Fall natürlich nicht schlecht ist. Dann muss man eben auch, ne, macht man so ein Gehege wieder frei, man wirft irgendwie das Tier ab und verliert dann auch die Ticketpunkte dafür, bekommt dafür aber Artenschutzpunkte, die in der Regel mehr wert sind als Ticketpunkte, weil sie einen halt ne, schneller zum Sieg bringen. Dafür verliert man wieder Einkommen, aber das macht man in der Regel, also in den allermeisten Fällen, das lohnt sich schon. Wie funktioniert das hier mit dem Karten nachziehen, das mit diesen Karten upgraden, was machen die Karten im Detail? Also da ist wirklich eine Menge drin, aber wenn ihr halt jetzt schon ein paar Spiele gespielt habt, dann werdet ihr euch da sehr schnell zurechtfinden. Ich würde sagen, vielleicht so ne, in den ersten 1, 2, 3 Partien, guckt ihr nochmal ab und zu was in der Anleitung nach, aber danach geht das eigentlich schon, weil die Ikonografie bei diesem Spiel ist super gut. Ich habe natürlich schon ein paar Kommentare gelesen, die auch gesagt haben, das hat ja auch irgendwie wieder so ein komisches Artwork. Man muss auf jeden Fall wissen, der Autor ist wirklich totaler Zoo-Fan. Das ist also hier wirklich eine Leidenschaft, die umgesetzt wurde in ein wirklich gutes Spiel, das halt auch von diversen anderen Spielen inspiriert wurde, aber schon sehr eigenständig ist. Und der wollte halt auch wirklich ein erwachsenes Spiel um das Thema Zoo machen. Neben dementsprechend auch hier diese Artenschutzprojekte und diese realistischen Tierbilder. Man kann das natürlich wie bei Flügelschlag machen, irgendwelche schönen Bilder drauf machen, aber das macht schon Sinn, diese Bilder hier rauf zu machen. Man sagt jetzt auch vielleicht diese Ikonografie hier, die ist irgendwie so ein bisschen poppig und bunt, aber sie ist vor allen Dingen übersichtlich. Sie ist so, dass ich alle Informationen sehe, auch diese Marker hier, die ich in mein Zoo lege, wo man auch sagt, die sind ja auch nicht so hübsch, ne? Bei Terraform Mars drehe ich die dann um und dann sind die irgendwie ein tolles Bild, aber ich muss halt auch bei bestimmten Markern wissen, dass die sind, wo die sind, auch hier diese Pavillon- und Kioskmarker, die hätte man auch natürlich noch ein bisschen hübscher, realitätsgetreuer machen können, aber auch da, wenn ich am Ende der Runde bei der Pause gucke, ne, wie viel Geld bekomme ich jetzt, will ich das halt schnell sehen. Und auch hier dieses Spielertableau, das sieht jetzt vielleicht von oben durch die Kamera, irgendwie, ich bin absolut rot-grün-blind, irgendwie braun aus oder so, aber das hat eben auch halt so eine Holzmaserung, wie irgendwie so ein Holztisch, der irgendwie in so einem Büro rumsteht, hier sind halt diese Aktenordner, die da rumliegen, die Gehege sind auch durchaus jetzt irgendwie nicht hässlich gemacht, auf den Karten, ne, das sind alles richtige Fotos, da liegt dann auch eben manchmal ein Filter drauf, dass es ein bisschen aussieht wie gemalt, aber es ist auf jeden Fall, also ich finde diese Tierbilder wirklich sehr, sehr gelungen. Was ich mir gewünscht hätte, also wenn ich da was kritisieren würde tatsächlich, ne, ich meine, Aussehen ist natürlich immer Geschmackssache, da kann man jetzt sagen, findet man farbig nicht gut, ich als Zahnblinder habe da eh keine Probleme mit. Ich hätte mir halt immer noch so kleine Fun Facts auf den Tierkarten gewünscht. Das hätte dem Spiel noch so den letzten Schliff gegeben, aber das stört jetzt auch nicht wirklich. Und wie gesagt, ich mag ja diese kartengetriebenen Spiele absolut, dementsprechend macht mich das hier voll an und es stecken eben auch noch mehr Überlegungen dabei, als nur gucken, welche Karten habe ich und dann hoffen, dass tolle Karten kommen und ich die irgendwie richtig runterspielen kann. Ich kann das eben auch noch selbst beeinflussen, indem ich mich halt hier für die richtigen Karten entscheide. Natürlich ist es auch wieder abhängig von meiner Kartenhand, aber ich habe da auch immer mehrere Optionen und vielleicht habe ich gar nicht die passenden Karten, aber ich will dann vielleicht diese Karten
Karte upgraden, um da einen besseren Zugriff drauf zu haben, um mir die Chance zu erhöhen, an bessere Karten zu kommen. Oder ich möchte halt irgendwie die Karte upgraden, wo ich hier auf dem Verbandstableau mehr machen kann, dass ich hier schnell noch mehr upgraden kann. Ne? Also es gibt halt super viele Optionen, die man hier hat. Auch hier diese Leistung, die man vorangehen kann. Hier auch dieser Wettlauf um diese tollen Marker. Eben auch dieser Wettlauf, den wir auch zum Beispiel aus Rajas of the Ganges kennen, dass sich die beiden Marker treffen müssen. Das ist auf jeden Fall gut gemacht. Auch die Karten haben interessante Effekte. Manchmal kann man die überhaupt nicht gebrauchen. Manchmal kann man sich da richtig tolle Sachen zusammendraften und auch vielleicht mit den Karten, die man gerade hat, sagen, nicht so gut und ich würde jetzt gerne was anderes machen. Ah, aber die Karte, die da liegt, oh, die wäre schon echt toll und die möchte ich gerne haben. Ich möchte, dass die rausfliegt, weil gleich kommt vielleicht die Pause. Ich möchte auch ungern, dass der Mitspieler die nimmt. Also mache ich jetzt mal doch ein bisschen früher diese Kartenaktion, um diese süße, zuckersüße Karte zu bekommen, die hoffentlich richtig tolle Effekte hat. Und auch hier gibt es eigentlich keine Karten, die immer richtig gut sind. Manche Karten bringen gegen Spielende gar nichts mehr. Die sind dann früher im Spiel auf jeden Fall wichtig, dann lässt man die einfach durchlaufen oder wirft die ab oder verkauft die, falls man das irgendwie kann. Und manche Karten sind doch richtig toll, aber wenn ihr wirklich so richtig so ein Grizzlybären oder so, die richtig großen Tiere bei euch in den Zoo bringen wollt, so ein Elefant oder so, dann braucht ihr halt auch viele Symbole als Voraussetzung. Ihr braucht ein großes Gehege, ihr braucht die Tierkarte auf dem zweiten Level. Das macht ihr nicht so bam, bam, bam und knallt den Zoo mit großen Tieren voll. Das muss man halt schon vorbereiten, das kostet richtig viel Geld. Ist natürlich gut, wenn es irgendwie klappt. Sollte dann eben auch noch zu den Karten passen, die ausliegen, muss aber auch nicht zwingen. Es gibt ja sicher vielfältige Möglichkeiten, auch vielleicht einfach den Zoo wirklich mit irgendwie Kleintieren zuzuballern, wenn man die dann bekommt und irgendwie Zugriff drauf hat und dann hier irgendwie viele kleine und mittlere Gehege zu bauen, das eben auch schnell zu machen, dementsprechend auch die Bauaktion schnell zu upgraden und dann eben auch noch diese Extrapunkte zu bekommen, weil ich den Zoo ganz fertig gebaut habe. Vielleicht kriege ich auch eine Sponsorenkarte, die sagt, wenn du baust, darfst du immer noch einmal extra bauen und wenn du den Zoo vollgebaut hast, kriegst du nochmal 5 Extrapunkte oder wenn du an alle Steinfelder hier rangebaut hast, kriegst du nochmal irgendwie einen Artenschutzpunkt pro Steinfeld, das du irgendwie angeschlossen hast und diese Karten können das Spiel halt schon sehr verändern. Gerade halt diese Sponsorenkarten, die sind da auch durchaus, ich glaube fast so mindestens ein Drittel der Karten sind so Sponsorenkarten und die geben mir halt auch immer irgendwie Einkommen oder sagen halt, ne, am Spielende kriegst du da und dafür Punkte und dann ändert sich natürlich mein Spiel, weil ich dann auch ein bisschen weniger den Fokus vielleicht hier drauf legen muss. Das möchte ich immer noch erfüllen, wenn ich kann, aber das halt damit zu kombinieren und dann Karten auszuspielen, die mir es irgendwie erlauben, hier irgendwie Schritte voranzugehen, hier meinen Ruf auszubauen, irgendwie nochmal extra Karten ziehen zu können, Karten verkaufen zu können, vielleicht ein Tier beim anderen Tier ins Gehege zu spielen, dass ich nicht ein extra Gehege dafür kaufen muss, das ist halt einfach, ich mag sowas. Ich mag es, das zu erkunden, das wird man viele, viele, viele Partien erkunden können. Das hier kann jetzt noch keine abschließende Rezension sein, weil, also guckt euch mein Video, mein Rezensionsvideo zu Terraforming Mars an. Da habe ich auch schon 10, 15 Partien ungefähr gespielt, als ich das gemacht habe. Und ich habe da am Ende des Videos gesagt, ne, hier ist so das Grundspiel, da gibt es noch so ein paar Extrakarten, Zeitalter Konzern, wo man noch so ein bisschen mehr Engine Building hat. Ja, ich glaube nicht, dass man das brauchen will. Ne? Das Spiel ist so schön knackig, schnell zu Ende. Ja, ne, diese Rezension würde ich heute auch nicht mehr so machen, weil natürlich, man spielt das nicht ohne, man spielt das Spiel nicht ohne Draft, man will auf jeden Fall diese Vielfalt an Optionen, dieses Engine Building drin haben, weil das halt eben super viel Spaß macht. Und man hat hier halt auch nicht so, ne, der Vergleich mit Terraforming Mars kommt natürlich immer, man hat hier nicht so dieses krasse Engine-Building, wie man das bei Terraforming Mars hat, das auch hinten raus explodiert. So sind immer wieder so kleine, wo das immer so zusammenpasst und natürlich hinten raus, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich mehr Gehege habe, wenn ich irgendwie mehr Partnerzoos habe, wenn ich mehr Karten behalten kann, wenn ich mehr von diesen Leuten hier habe, kann ich halt immer mehr machen. Aber dann ist das Spiel in der Regel auch schon so, dass hier diese Marker sich irgendwie nähern und vielleicht gar nicht so sehr meiner, sondern die von den Mitspielern. Denke ich, okay, ich habe hier 5000 Sachen, die ich machen will. Ah, aber ich muss gucken, wie kriege ich das jetzt hin, dass meine Marker schnell vorangehen? Okay, dann muss ich doch nur den bauen, noch hier die Verbandsaktion machen, hier irgendwie das und das upgraden. Und hinten raus kann das schon echt, also am Anfang denkt man, ich mache erstmal, gucken, was passiert. Und irgendwann merkt man, so, jetzt muss ich mal vorangehen, weil irgendwie ne, der Mitspieler ist irgendwie schon hier auf dieser Leiste und ich stehe immer noch hier. Ich muss jetzt mal zusehen, dass ich in Gang komme, dass ich meine Artenschutzprojekte erfülle, dass ich irgendwie hier das Einkommen generiere, dass ich irgendwie hier mir diese extra Schritte hole, weil ich hier vorangehe und die Karten upgrade. Das ist also wirklich richtig gut. Das war ja mein Hype-Spiel Nummer 1 ne, für die Messe 2021. Ich habe jetzt einige Partien gespielt, noch lange nicht genug. Und bei mir persönlich hält es diesem Hype voll und ganz stand. Ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen super viele Arche Nova Videos auf ganz vielen Kanälen sehen und wahrscheinlich wird irgendwie jedes zweite Video davon irgendwie ist es der Terraforming Mars Killer oder sowas im Titel haben. Ist ja auch klar, ne? Es liegt sehr nahe. Man kann die beiden Spiele vergleichen. Terraforming Mars ist ja ein super einzigartiges Spiel meiner Meinung nach. Das ist absolut krass, weil diese Verbindung von Karten,
Engine Building, Interaktion auf dem Spielplan, ne, Städte und Grünflächen hinbauen, der Wettlauf um die Meilensteine, nachher das Zittern bei den Auszeichnungen, ob das klappt oder nicht. Und sowas gab es einfach vorher und hinterher auch nicht. Selbst in Underwater Cities ist noch viel, viel, viel mehr Eurogame und Worker Placement Game als wirklich so ein kartengetriebenes Aufbauspiel. Und das Spiel ist jetzt auch von 2016. Es gab halt einfach ewig nichts, was in diese Richtung geht. Und jetzt gibt es das erste Spiel, das diese grundsätzliche Mechanik mit, wir haben so einen Spielplan, wir haben Karten, wir haben hier irgendwie so Marker, wo wir vorangehen, eben auch aufgreift und schon daran erinnert, aber ein absolut eigenständiges Spiel ist, hat schon weniger Interaktion als das Spiel, weil ich einfach meinen eigenen Spielplan habe und keinen gemeinsamen Spielplan. Ich habe halt diesen Wettlaufcharakter, wo ich halt sehe, okay, ich muss halt vor dem anderen einfach fertig sein. Das ist die einzige Siegbedingung. Also habe ich natürlich Interaktion bei diesen Markern, dass ich gucke, wer geht da voran. Ich will diese Artenschutzprojekte halt so gut wie möglich und so früh wie möglich oder so früh wie nötig erfüllen. Ich möchte halt hier in dieser Auslage hat man auch einen Wettkampf, weil da liegen vielleicht gute Karten aus und man vielleicht auch einfach denkt, okay, die ist gut für Mitspieler, dann nehme ich ihm die mal weg, wenn ich kann, aber die bringt mir vielleicht gar nichts. Mache ich das jetzt so, mache ich das nicht. Also die Interaktion ist auf jeden Fall geringer. Es ist ein anderes Spiel als Terraforming Mars, weil es eben auch diese Kartenmechanik, die wir aus Civilization kennen, hat. Ich spiele insgesamt weniger Karten auf. Ich habe nicht so 1000 Einkommen, die ich irgendwie erhöhe. Also das ist schon super unterschiedlich. Aber wenn ihr so seid wie ich und ihr sagt, Terraforming Mars ist eines meiner absoluten All-Time-Lieblingsspiele und ich finde es absolut großartig und ich weiß, die allermeisten von euch sehen das so. Ich habe ja ein Community-Voting gemacht, die All-Time Top 100, eben auch von euch, und da ist Terraforming Mars mit so weitem Abstand auf Platz 1 gelandet. Das heißt, ihr mögt solche Spiele auch zu großen, großen Teilen. Das ist natürlich, wenn Leute zugucken, die sagen, finde ich doof, ist nicht mein Spiel, das ist vollkommen okay. Wenn das so ist, dann holt euch dieses Spiel hier nicht. Dann wird euch dieses Spiel wahrscheinlich auch nicht abholen, aber es ist schon anders genug im Vergleich zu Terraforming Mars, dass man dem eine Chance geben kann. Wenn ihr aber auch zu den zahlreichen Terraforming Mars Fans gehört und man wird dieses Spiel einfach immer damit vergleichen, weil es eben auch heißt, ne, der Killer oder nicht, man kann die beiden Spiele komplett nebeneinander in der Sammlung haben. Aber auch wenn jemand irgendwie ein Terra Mystica mag, der kann ja auch ein Gaia-Projekt mögen und irgendwie auch ein Brass und irgendwie andere Eurogames, die irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen. Das ist ja gar kein Problem. Und Terraforming Mars war für mich immer so sein komplett eigenes Ding in der Eurowelt, das irgendwie nicht wirklich in Konkurrenz zu anderen Spielen stand, weil es da ganz andere Sachen gemacht hat. Und dieses Spiel geht jetzt eben auch in diese Richtung und da ich diese Art von Spiel sehr mag, freue ich mich einfach super darüber, dass ich jetzt eben zwei Spiele in dieser Art habe, die ich spielen kann. Und ich habe ja Terraforming Mars auch in den letzten 1-2 Jahren deutlich weniger gespielt, weil ich es halt oft gespielt habe, weil es andere Spiele gab, die mich mehr reizen. Ich bringe es immer mal wieder gerne auf den Tisch. Aber aktuell reizt mich dieses Spiel hier auf jeden Fall deutlich mehr. Ich habe es noch nicht zu dritt und zu viert spielen können. Wie gesagt, da die Interaktion ja relativ begrenzt ist, hat man natürlich hier mehr Karten ausliegen. Das heißt, auch so ein bisschen der Zufall durch die Karten, die ich bekomme, wird ein bisschen mehr rausgenommen, weil ich immer eher die Chance habe, dass ich irgendwas habe, was ich erfüllen kann. Natürlich haben meine Mitspieler auch die Chance, das zu erfüllen. Das heißt, da ist der Wettstreit auf jeden Fall größer. Diese Pause hier wird halt ein bisschen später ausgelöst. Ich gehe trotzdem davon aus, dass allein durch diese Aktion, wo ich halt irgendwie Sponsoren, wo ich Geld bekomme, dass ja dann auch trotzdem einfach immer pro Spieler im Idealfall oder im schlimmsten Fall 5 Felder vorangeht, dass die Runden also vielleicht ein bisschen kürzer werden. Ich weiß nicht, ob diese Marker hier dadurch schneller vorankommen. Also muss man mal gucken, ob da wirklich ein Mehrwert ist. Ich habe meinen Autor gefragt, ob er was sagen kann, wie das so ist. Er meinte, funktioniert auch ganz gut. Dauert natürlich länger, weil einfach ein oder zwei Spieler mehr mitspielen. Ich denke, ich werde das auf jeden Fall auch mal zu dritt oder zu viert ausprobieren, werde einfach gucken, wie lang dauert das und ist das okay, dass man sagen kann, okay, kann ich auch mit 4 Spielern spielen, dann stellt man sich halt so auf 3-3,5 Stunden ein und das war ja trotzdem gut. Oder sagt man nachher, boah, war total nervig und ich will es nur noch zu zweit spielen. Ich kann mir vorstellen, dass Solo auch gut funktioniert, aber Solo ist es nur eine Highscore-Jagd, man hat auch ähnlich wie bei Flügelschlag immer weniger Aktionen pro Runde, bis man einfach durch ist und guckt, wie viele Punkte hat man gemacht. Mal gucken, wie spannend das ist, aber das wird auf jeden Fall gut sein, um zu lernen, effizient zu spielen. Ich habe bisher überhaupt nicht den Eindruck, dass wir schon gelernt haben, effizient zu spielen. Das wird man da im Solo-Modus auf jeden Fall lernen. Und ja, aber ich spiele ja eh sehr, sehr, sehr oft in Zweierrunden. Da wird das schon gut funktionieren. Ich sage, in Dreier-, Vierer-Runden, wenn alle Bock drauf haben, weil es einfach ein geiles Spiel ist, kann ich mir das auch gut vorstellen. Sobald ich da mehr zu weiß, werde ich euch auch da dann nochmal in einem Gezockt auf jeden Fall drüber. Guckt also auch da mal wieder rein. Vielleicht mache ich auch einfach nach 20 Partien oder so dann nochmal ein neues Spiel, wo ich einfach nur nochmal sage, nein, Leute, so finde ich es jetzt noch 20 Partien. Ich habe irgendwie entdeckt, dass das irgendwie immer aus dem Ruder läuft und immer eine Haushoch gewinnt oder dass es doch immer knapp ist und alle Leute wissen, was sie tun. Da bin ich halt sehr gespannt drauf. Da wird es euch natürlich auch bald Feedback zu geben und ich glaube, damit bin ich für diese Rezension auch durch. Ich denke, es ist rübergekommen, dass ich dieses Spiel sehr, sehr mag. Dass es meine Erwartungshaltung in jeder Hinsicht voll erfüllt hat, weil ich habe einfach gehofft, dass es ein gutes, cooles Spiel wird, so gut, wie ich den Prototypen damals in Erinnerung hatte und es ist, finde ich, absolut gelungen. Wie gesagt, wie das so langfristig ist,
wird man dann sehen, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das man gerne erkunden möchte. Bei vielen Eurogames, also wenn ihr auch wirklich so die absoluten Hardcore-Spieler seid und euch irgendwie ganz viele tolle neue Spiele pro Jahr holt, dann wird es euch wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich gehen wie mir, dass ihr halt die Spiele so 5-mal spielt, 10-mal spielt und das schon wirklich oft war. Ne? Manchmal spielen natürlich auch weniger Spiele und die dafür 30, 40, 50 Mal, aber das hier wird ein Spiel sein, das bei mir definitiv oft auf dem Tisch landen wird, das mich auch nicht so schnell wieder verlassen wird, das wird auf jeden Fall, glaube ich, lange in dieser Sammlung bleiben und wo ich Bock habe, viele Partien zu spielen. Mal gucken, wie gut es bei Mitspielern ankommt. Flo hat das auch gespielt, war auch gleich sehr geflasht davon und der hat auf jeden Fall Bock auf mehr Partien. Mal gucken, wie es mit Karl ist, ne? Wenn wir auch vielleicht bei ein paar schöne Dreierpartien hier machen. Mal gucken, wie es bei anderen Mitspielern ankommt, bei Stefan und so, ne? Leute, mit denen ich halt auch häufiger spiele und auf deren Meinung ich auch sehr viel gebe. Und ja, das war's dann von mir. Wenn ihr euch Arche Nova holt, dann wünsche ich euch richtig, richtig viel Spaß damit. Stand jetzt, ne, wir haben noch 2 Monate, bis das Jahr rum ist. Es können noch ein paar Überraschungen auf dem Tisch landen, aber Stand jetzt ist es eindeutig meine Nummer 1 des Jahres. Da, also selbst Imperium, was ich auch sehr, sehr gut finde, sehr mag, sehr schätze und was auch ein ganz anderes und ein tolles und eigenständiges Spiel ist, das hier ist Stand jetzt davor auf jeden Fall. Und die Nummer 1, sagt, guckt im Dezember oder Januar rein, wenn wir unsere Top 10 des Jahres 2021 machen. Ja, könnte vielleicht ein bisschen langweilig werden, weil ihr jetzt schon wisst, was da auf dem ersten Platz landet, aber das ist wirklich einfach ein gutes Spiel und da wird auch auf der Messe, so Messina ist halt auch so ein Eurogame, das irgendwie so runterspielt und Golem mag auch spannend sein, aber Karten sind einfach für mich eine der absolut geilsten Mechaniken, die ich einfach in Spielen super liebe und ja, wenn das für euch auch der Fall ist, dann ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Spiel. Jetzt mache ich wirklich Schluss, ich sage bis bald, vielen Dank fürs Zugucken und tschüss!